Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Way to Grandmaster. Wir haben heute ein Match rausgesucht. Ich hatte ein Match rausgesucht, aber irgendwie ist der umhergesprungen. Das ist es. Das hatte ich rausgesucht, oder? Ja. Gut. Ich starte das Match. Ja. So, jetzt. Er hat mich aus der Ausnahme gerade rausgeworfen, weil es gab wieder ein Badge im Battle.net. Und dadurch sind die Replays nicht mehr kompatibel mit der aktuellen Version. Und dann muss er jedes Mal, wenn man ein Replay von der alten Version startet, downgraden. Und deswegen hat das gerade ein bisschen gedauert. Ja, wir gucken das Ganze mal aus meiner Sicht. Production Tab ist ausgeblendet. Ich habe mich an euren Tipp gehalten, die Zeit von Replay, die noch da ist, ebenfalls auszublenden. Auf jeden Fall ein TBZ mit meiner Build Order Depot und dann eine Kaserne. Wie gesagt, auf der Map hier die Besonderheit. Man kann hier ganz wunderbar eine Kaserne setzen und dann ist das Wall-In dicht. Man braucht kein zweites Depot. Man kann damit jeden möglichen Probe Scout denyen. Man hat damit wunderbare Möglichkeiten. Also ich glaube, ich gehe gerade doch auf die freie Kamera, weil ich bin nur hier am Rumdaddeln. So, unterwegs erstmal im Overlord begegnet. Was sagt denn mein Scouting-File? Ja, auf der Map hier ist es immer ganz unangenehm, beziehungsweise kann auch ganz angenehm sein. Zerg nehmen gerne die äußere Echse hier. Machen sie auch auf Iron Fortress sehr gerne. Ist das Iron Fortress? Ich bin mir gerade unsicher. Bleiben wir erstmal bei der Map hier. So, und halten sich dann die Pocket Expansion hier für später. Ist natürlich dann immer übel, wenn man die vorne nicht knacken kann und dann die äußere hat. So, ich zu Hause währenddessen. Meine normale Build Order. Kaserne ist fertig. Marine rein, eine OC rein. Und hier oben ein Depot. Erstens für die Vision und zweitens, weil wir es supplymäßig brauchen. Jetzt sollte aber spätestens die OC kommen. Ja. Eben habe ich einfach nur noch ein Marine beendet, aber die muss jetzt kommen. So, zweite Scouting-Runde. Inzwischen nochmal außen gewesen. Dann Overlord. Inzwischen nochmal außen gewesen. Keine Echse in Sicht. Weder hier noch dort. Und das lässt bei mir meistens die Alarmglocken läuten. Ein Zerg, der One-Base ist, so lange hat entweder eine Gold genommen. Und wenn man sich die Map hier anguckt, gibt es keine Gold. Oder spielt einen Cheese. Ja, beste Möglichkeit nachzusehen ist entweder hier hinten. Wenn hier hinten nichts ist, kann man davon ausgehen, dass er Inbates Banelinge baut. Also ist immer ein bisschen kritisch. So, wir haben Kasernenbau, Doppelgas als Reaktion auf seinen Cheese. Ich werde keine Fast Exe spielen. Wenn man sowas sieht, braucht man dann lieber seine Eco. Wir sehen eine Hatchery mit einer bauenden Queen. Und hier waren schon ein paar Zerglinge, das heißt, hier wird wahrscheinlich möglichst früh der Stein eingekloppt. Währenddessen bin ich gut am Makro-Gebäude aufbauen. Noch eine Kaserne, Gas am Sammeln, um möglichst früh eine Factory dran zu kriegen. Hier ist schon ein provisorisches Wall-In am Bauen. Ist ein bisschen schwer hier, also für solche Strecken lieber ein, zwei Engineering-Base dazwischen. Hier leider kein Scout mehr unterwegs. Mein Scout steht hier draußen und macht tatsächlich nichts. Und vor allem sollte man sich hier zumindest ein, zwei Marines hinstellen, um mal lästige Queens oder Zerglinge zurückzuscheuchen. Weil man will diese Backrocks möglichst lang am Leben halten. Währenddessen ist die Factory im Gange. Wenn man sowas hat, weiß man, da kommt irgendein komischer Cheese. Und alles, was komischer Cheese ist von Zerg, ist meistens T1. Heißt Banelinge oder Roaches oder einfach Masslinge. Und gegen sowas kriegt man am besten Hellions und am besten gegen Banelinge und Roaches Siege Tanks dann. Ja, gegen Zerg spiele ich seit Heart of the Swarm eher selten Siege Tanks, aber hier ist das echt eine sinnvolle Sache. Ich glaube, hier habe ich dann zuerst die Hellions rausgehauen. Währenddessen hier vorne eine Tech Lab Kaserne und hier rennen sie mir langsam die Backrocks ein. Ich muss mal ganz kurz, das geht mir nämlich echt gerade krass auf den Zeiger. Dadurch, dass er downgegradet hat mit der Version, sehe ich die Live Bars von den Einheiten nicht. So, jetzt sehe ich auch die Backrocks und deren Energie.
So, wir sehen eine Mengelinge, die hier allerdings nicht so viel ausrichten können. Das waren zwei Zerglinge. Und ja, das Böse ist natürlich, wenn die wissen, okay, hinten ist zu, können die hinten nerven. Vorne habe ich zwei Paar Steine, die ich nicht reparieren kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist darum wieder irgendwas bauen. Also, die Map ist schon nicht sehr vorteilhaft, beziehungsweise doch sehr vorteilhaft für Zerg, weil sie so einen komischen Push hier spielen können und man den, egal wie man es macht, nicht so einfach abwehren kann. Auf dieser Map ist dieser Push hier echt Cancer. Wenn ich so drüber nachdenke, wäre vielleicht mit Benji noch was gewesen, solange nur eine Queen da ist, aber ansonsten... Oh, oh, das ist bitter. Jede Menge Spines, die gerade hochgehen. Und hier vorne währenddessen ein Banling Bus. Zwar schon jede Menge Hellions am Start, um halt ein bisschen Damage zu machen, aber man hat gerade schon gesehen, das ist ganz, ganz böse gewesen. So, währenddessen Hellbats quasi möglich. Die Armory steht. Noch jede Menge Hellions übrig gegen seine Linge. Ein bisschen Eco habe ich noch. Also ist immer so eine Situation, da weiß man nicht ganz, was man machen soll. Der Gegner kann jetzt ohne Probleme immer wieder rein. Ich habe kein Siege-Ding am Start, um das hier irgendwie zurückzuhalten. Ich habe mich für die Hellions entschieden, um mal halt besser gegen Linge und Ben. Linge und Banelinge countern zu können. Was jetzt hier meine Entscheidung war, ist für den Base Trade zu gehen, denn er hat hier hinten eine Axe, die nicht sehr gut zu minen ist. Und in Base kann er eigentlich gar nicht so viel haben. Wenn er frühzeitig reagiert hat auf das, was er gerade gesehen hat, dann sind jetzt vielleicht Spines im Bau. Da hat man noch ein paar Zerglinge gesehen, die habe ich im Match gar nicht bemerkt. Hier war mir einfach wichtig, das halt möglichst lang aufrecht zu halten. Und währenddessen reingegangen, hier eine Evo-Chamber, um halt Hellions zu blocken. Der Spine hier hatte nicht viele Überlebenschancen, das war erstmal sehr schön für mich an der Stelle. Die Queen ja ganz, ganz böse, aber hallo Hellbat. Ja, und da macht doch eine Queen nicht mehr so viel. So, währenddessen jede Menge Marines bereit, um hier reinzugehen und alles abzuschlachten, was an Drone zu sehen ist. Das ist natürlich eine schöne Situation gerade. Er hat nicht mehr viel. Drones will man normalerweise nicht entkommen lassen. Das ist ganz, ganz böse, was hier gerade passiert. Da hätte ich mit meinen SCVs reagieren können, aber hier hatte ich ja noch ein bisschen Sprit drauf auf dem Medivac. Währenddessen meine Basis, größtenteils gelistet, beziehungsweise das wichtigste Gebäude. Hier steht noch eine Factory. Der Starport wird sich wahrscheinlich auch verabschieden. Nicht rechtzeitig reagiert. Mir war es wichtig, halt den Race Trade draus zu machen. Hier einen Push zu liefern, der halt den Gegner möglichst vernichtet. Hier war noch eine Drone, die entkommen ist. Normalerweise will man im Base Grade keine Drones am Leben lassen. Jede Drone kann ihn dazu bringen, halt wieder auf mehr Mineralien zu kommen, dass er mehr Drones bauen kann. Theoretisch kann er gerade noch ein paar bauen und das ist schon sehr bitter. Das ist natürlich eine schöne Situation, wenn man einen Medivac dabei hat, weil man dann so die verwundeten Einheiten ein bisschen micron kann. Auch eine sehr schöne Situation. Ich kann ihm seinen Tech niederknüppeln, das heißt, ich kann keine Banelinge mehr bauen. Gegen Banelinge sind meine Einheiten gerade extrem verwundbar. Er kann keine Banelinge mehr bauen. So, man sieht, seine Upgrades sind noch nicht besonders durch. Es ist eine ziemlich doofe Situation gerade. Ich habe noch ein bisschen Geld, er hat noch ein bisschen Geld. Ich habe noch jede Menge Worker und kann dementsprechend jetzt ein bisschen retten. Allerdings hat er die Linge am Start und ist damit ziemlich mobil unterwegs. Also das Match ist so ein bisschen aus den Fugen geraten. Hier ist die eine Drone. Wobei es mir jetzt auch nicht so viel gebracht hat, die zu töten, denn die eine Drone kann auch ganz schnell vervielfältigt werden an seiner Hatchery. Die Mineralien dafür hat er. Das wusste ich in dem Moment nicht, deswegen war es mir wichtig, die zu töten. Aber naja. Ist halt immer so eine Situation. Zielt auf solche Einheiten, denn wer weiß, wie viel Mineralien euer Gegner noch hat. Und dann kann das echt bitter sein. So, schön den Medivac voll gemacht, bereit zum Drop, um hier Damage zu liefern. Da nerviger Zergling. Ist ein bisschen doof in der Situation, denn er hat meine Armory geplättet. Heißt, ich kann meine Hellbats nicht mehr in Hellion Mode machen. Ich habe nicht mehr die Mobilität. Habe zwar mein AOE gegen ganz viele Zerglinge in einer Kampfsituation. Aber Hellions wären mir so ein bisschen lieber gewesen für rein raus. Und das ist natürlich sehr bitter. Nur er ist natürlich auch darauf verharrt, so ein bisschen zu verteidigen, solange er noch kann. Also ich kann nicht wirklich vorwärts, er aber auch nicht zu mir.
Und er hat tatsächlich eine Drone hier am Start, die die ganze Zeit am Rocken ist. So, und inzwischen wieder hier hinten eine Armory aufgezogen, um halt wieder meinen Mobilitätsvorteil bekommen zu können. So, hier habe ich mir gedacht, ich trick's ein bisschen. Ab da rein mit zwei Hellbats, denn die brauchen jeweils nur einen Schuss, also zwei Schüsse insgesamt, um eine Drone zu brutzeln. Ah, gar nicht, ganz knapp war's. Ich hatte im Kopf, dann brauche ich nur zwei. Hier wieder ganz viele Einheiten und verlieren, das ist echt bitter. Allerdings, Einheiten bereit, um hier wieder reinzugehen, nur der Gegner hat auch ganz viele Einheiten bereit. Man sieht, das ist ziemlich close, wie das hier ausgeht. Leider ein bisschen zu close für meinen Geschmack. Hier noch zwei Hellbats bereit. Das Schöne ist, ich habe zwei Hellbats mit voller Energie, bin hier in der Situation mit ganz vielen Gebäuden, ganz vielen engen Pfaden. Und da kann man Hellbats wunderbar aufstellen, auch gegen die Übermacht an Lingen, weil die Linge einfach nicht ihre Fähigkeit, sich so zu splitten, ausnutzen können. Das ist einfach keine Situation für ein paar Linge. Hier habe ich mich ein bisschen hin und her reißen lassen, weil ich jedes Mal vergessen habe, Pole Position zu drücken, wenn ich ihn gestellt habe. Da hat er auch noch versucht, mein Mule zu bekommen, aber das klappt nichts. Und was ganz schön ist, er hat vergessen, den Reaktor zu töten. Ich konnte meine Rex, meine Factory wieder landen, um halt... Ah, nein! Um halt dementsprechend... Oh, das ist jetzt irgendwie echt Cancer. Ich konnte meine Factory wieder landen, um halt dementsprechend noch ein paar Aliens ranzukriegen. Und das war halt in dem Moment echt eine super Situation für den Ausgang dieses Matches. Denn... Er hat hier so viel Schaden gemacht. Na, geh schon auf die richtige Sicht. Er hat hier so viel Schaden gemacht und so viele Linge verloren und hatte einfach gar nichts mehr an der Stelle. Er hatte ja noch die drei Drones und wusste wahrscheinlich selber, das gibt nichts mehr und ist an der Stelle raus. Also er hatte zwar ein paar Spines und hätte hier diesen Mining-Weg so ein bisschen damit zupflanzen können, aber das Hedge-Positioning hätte für ihn irgendwie besser laufen können. Sind wir mal ehrlich, hätte er die Hatchery ganz normal hier platziert, wäre sie erstens später aufgefallen, zweitens hätte er immer noch hier rüber creepen können und hätte dann vielleicht sogar ein bisschen mehr für einen größeren Überraschungsmoment gehabt. Gut, ich war eh schon da hinten am Scouten, deswegen wäre es aufgefallen, aber insgesamt ist dieses Match ziemlich knapp gelaufen. Einfach nur aus dem Grund, dass wir für einen Base Threat gegangen sind und ich gegen ihn dann im Endeffekt noch die bessere Unit Composition hatte und in seiner Basis ungehindert alles platt machen konnte. Ja, so ein paar Hellions haben halt ein paar Vorteile gegen Rocker. Gut, insgesamt ein ziemlich knappes Match, also ein paar Microfehler und das wäre gelaufen. Also, nochmal, wir fassen zusammen, was generell gerade auf der Map hier wichtig ist. Wenn ihr seht, euer Gegner setzt keine Echse, dann könnt ihr beim Zerg immer davon ausgehen, entweder hat er sich irgendwo eine Gold geschnappt oder geht auf ein All-In. In dem Moment war es halt ein All-In. Und das lohnt sich halt nicht, wenn es gescoutet wird. Hätte ich keinen Scout benutzt, dann wäre er damit super durchbekommen. Aber so, keine Chance. Gut, ich würde sagen, relativ kurzes Match für heute, aber mal wieder mit einer schönen Lektion für euch. Ich sage, bis dahin noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.